Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen Transport Fever. Heute Release-Datum, ich hätte es gerne vorab präsentiert, ging leider nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt die Musik von dem Menü hier bewusst auf ausgestellt, weil die war wirklich sehr laut. Sehr, sehr laut. Ich hätte wahrscheinlich kein... Ja, meine Worte wären wahrscheinlich nicht verständlich gewesen. Gut, ich würde ganz einfach mal vorschlagen, wir starten mit einem freien Spiel. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, um uns hier ein bisschen einzufinden, um uns anzugucken, was alles optimiert wurde. Wie man hier sehen kann, ich habe schon ein paar Mods gefunden, die ja relativ interessant aussahen, die ich gerne mit einbauen wollte. Wir starten einfach mal im Jahr 1900. Bisschen früher als bei Train Fever. Gut, bei Train Fever waren die meisten Mods, muss ich dazu sagen, auch erst ab 1950 und später. Lassen wir uns überraschen, es soll eine Menge verbessert worden sein im Vergleich zu Train Fever. Und ja, hier kann man natürlich den Seed auswählen. Ja, oh, lassen wir einfach mal den. Einfach mal ein bisschen random rumgeklickt. Und ich würde sagen, wir starten das Spiel. Und lassen uns überraschen, ja, was alles verbessert wurde. Was alles umgesetzt wurde an ja, Verbesserungsvorschlägen. Viel mehr Möglichkeiten soll es geben und. Wir lassen uns überraschen. Ladebildschirm, Ladebildschirm, tralala. Hier sehen Sie einen Ladebildschirm. Wartezeit scheint immer noch genauso lang zu sein wie bei Train Fever. Dann kann ich die Gelegenheit nutzen, nochmal heimlich einen Schluck zu trinken. Kleinen Moment. So. Und er lädt immer noch. Ihre Verbindung wird gehalten. Bitte warten. Tut sich bei dem Ladebildschirm auch mal was? Ich habe das Gefühl, dieser Balken steht gerade konsequent an ein und derselben Stelle. Gut. Hallo und herzlich willkommen bei Transport Fever. Hier sehen Sie einen Ladebildschirm. Das war's. Ich bin dann mal wieder raus, wa? Ciao. Nein, natürlich nicht. Oh, er bewegt sich. Ich bin etwas ungeduldig, muss ich gestehen. Ich warte jetzt vergeblich. Also ich habe es im Vorbestellerpaket geholt. Ja. Und warte jetzt schon über eine Woche. Während andere ja natürlich schon ja, wesentlich früher anfangen durften zu spielen. Ich hätte es auch gerne gewollt. Ging aber nicht. Schade, schade. So, nu, komm aber mal aus dem Tee hier. Wir wollen ja in dem Let's Play auch noch was vom Spiel sehen. Wenigstens mal anfangen oder so. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Hallo, ich bin der Ladebildschirm und du wirst mich die nächsten 5 Minuten nicht los. Es gab ja schon eine Riesenvorstellung auf Twitch und einige Let's Player durften auch schon vorab spielen. Musik.
Kleinen Moment. Ich hoffe, das mit der Musik geht so. Ansonsten müsste ich die ausmachen. Und ausmachen wäre ja auch nicht so unbedingt das Wahre vom Ei. So, ich würde sagen, wir suchen uns mal eine schöne Anfangsstadt. Mal gucken, performancemäßig. Es läuft ein bisschen ruckelig über die Karte. Die Karte hat sich übrigens nicht verändert. Es bleibt dieses, wie soll ich es nennen? So ein Modelleisenbahntisch quasi mit abgehackter Karte. Das ist gleich geblieben. Rödelin sieht ganz in Ordnung aus. Was hätten wir hier außen noch? Selingstedt, Lübeck, Rastow, Unterwaldhausen, Süderlügum oder was auch immer. Lübeck sieht ganz interessant aus. Man könnte es mit Lübeck probieren. Anfangskapital von 9 Millionen. Weg nach Selingstadt ist nicht so weit. Wir probieren es mit Lübeck als Startgebiet. Und als allererstes natürlich wieder... Was haben wir hier? Eine mittlere Straße. Das sieht gut aus. Als erstes schließen wir mal die Straße hier. Das Menü ist natürlich wesentlich besser. Man kann eine zweite Straßenanbindung bauen. Hier unten, Second Street Connection. Hier unten, da. Sieht ganz interessant aus. Brauchen wir aber, denke ich mal, für den Anfang noch nicht. Nummern der Gleise. Bis zu 8 Stück. Ich würde sagen, ausbauen können wir ihn später immer noch. Wir starten erstmal mit einem Gleis, aber natürlich erstmal wieder Standardlänge 240 Meter. Das hat sich bei mir durch Train Fever so ein bisschen eingebürgert und setzen quasi erstmal unseren ersten Bahnhof. So, Lübeck hat dann quasi einmal eine Anbindung. Was man jetzt auch noch ganz schön sieht, ist der Einflussbereich des Bahnhofs sozusagen. Und das gilt jetzt natürlich zu verbessern über die gesamte Stadt, dann dementsprechend mit Verkehrsmitteln und. Hat sich also vom Prinzip her nicht wirklich was verändert. Außer in der Hinsicht, dass wir halt, wie soll ich es sagen? Kriegen wir dich hier irgendwie hübsch zwischen? Oh. Könnt ihn quasi hierhin bauen. Machen wir einfach mal. Aufrüsten. Oh, man kann jedes Gebäude also jetzt also auch aufrüsten. Nur so wie es aussieht, können wir das Ganze nicht mehr gruppieren. Kleinen Moment. So, wir können das Ganze anscheinend nicht mehr aufrüsten. Aufrüsten sag ich schon, gruppieren. Schiene wollen wir nicht, wir wollen hier hin. Und jetzt geht's natürlich darum, hier dementsprechend die Haltestellen zu platzieren. Ich bleib mal bei diesem üblichen Doppel, den wir hier haben. Deckt quasi einen Großteil der Stadt schon ab. Ich sollte mir mal angucken, wie hier die Landnutzung aussieht. Ich mach mal ganz kurz die Haltestellen zu. Wir wollen ja auch wirklich alle Veränderungen ansehen.
Also grün ist gleich geblieben, das sind die Wohnhäuser. Gelb ist jetzt die Industrie, ist quasi hier hinten alles schön an einem zentralen Punkt, genauso wie die Geschäftsgebäude. Und wir müssen nachher natürlich versuchen, so nah wie möglich mit unseren Güterhaltestellen an die dementsprechenden Bereiche zu kommen, damit das Ganze schneller verarbeitet wird. Also es wurde, wie gesagt, viel, viel optimiert, viel verändert und so, hier haben wir den Einflussbereich der Haltestelle, den wir jetzt hier schön sehen können. So, decken wir hier hinten mal nochmal einen Großteil ab. Ich will die nach Möglichkeit offen behalten, dass ich sehen kann, welche Bereiche wir schon abgedeckt haben. Es werden jetzt am Anfang wahrscheinlich nicht viele Stationen, denn wie wir sehen können, ein ganz großer Teil ist natürlich schon abgedeckt. Wir versuchen es erstmal mit 3 und gucken dann natürlich, wie sich das Ganze so entwickelt. Dann ein Depot. Auch hier viel, viel optische Aufwertung mit reingebracht. Sieht sehr gut aus, das Depot, im Vergleich zu vorher. Ja, lassen wir ein bisschen Abstand zum Häusli. So. Die Stationen können wir zumachen, Landnutzung können wir zumachen. Und ja, Verkehr scheint hier noch nicht groß zu herrschen. Obwohl wir uns im Jahr 1900 befinden. Nase juckt, kleinen Moment. Ich dachte, jetzt muss ich niesen. Aber da kam irgendwie nichts. So, und dann richten wir unsere erste Buslinie ein. Ich werde wieder gleiche Prinzip wie bei Train Fever. Ich werde die Linien alle benennen. Das ist unser Bus für Lübeck. Und zwar Linie 1. Ich werde hier, denke ich mal, vermehrt mit mehreren Linien arbeiten. Fährt hier schön im Kreis. Und vor allem bin ich mal darauf gespannt, wie sie die Linienführung verbessert haben. Und diverse andere Sachen. So, wir kaufen mal ein Straßenfahrzeug. Kutschen, 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 kutschen. 6 Passagiere. Das ist schon Güter. 5 Passagiere, 4 Passagiere. Hier fährt 20, fährt 17. Wir probieren es mal mit der hier. 5 Stück. Und schicken die mal alle auf unsere Buslinie. Wow. Soundeffekte sind wirklich sehr laut. Kriegen wir die noch ein bisschen runter? Ich probiere es mal so. Das ist auf jeden Fall angenehmer als vorher. Die Städte sehen jetzt auch wesentlich besser aus, fällt mir gerade mal so auf. Die Häuser sind viel liebevoller gestaltet. Ich bin gespannt, wie die nachher noch wachsen. Und man soll jetzt wohl mit jedem Gebäude interagieren können, mit jedem Einwohner der Stadt soll man agieren können. Und da haben wir eine neue Tram. Für den Anfang jetzt gerade erstmal noch völlig unwichtig. Arbeitslose sind hier keine. Also man kann die Kapazität jedes Gebäudes sehen. Und in dem Stadtoverlay, wo ist denn das Hut für die Stadt? Das ist hier. Bevölkerung 320. Für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Einkaufsmöglichkeiten, schlechte Versorgung, sieht man hier. Und die Arbeitsplätze haben von den
benötigten Gütern ebenfalls schlechte Versorgung. Aber da kommen wir, denke ich mal, auch nach und nach noch hin. Das sind Waren, Lebensmittel, Werkzeuge, Baumaterial, Maschinen, Treibstoff. Das ist quasi all das, was Lübeck braucht. Und jetzt wollen wir doch mal gucken. Da haben wir eine Farm. Ein Bauernhof, Produkte, Vieh und Getreide. Eisenbergwerk. Hier ist noch eine Farm. Wir bräuchten natürlich nach Möglichkeit nicht so weit hinten. Lebensmittelfabrik, hier ist sie. Aber das ist natürlich viel zu weit weg. Also, ich wollte jetzt nicht am Anfang gleich quer über die Map bauen. So viel Kapital haben wir, glaube ich, gar nicht. Hier unten wäre noch eine bei Süderlogum. Ist aber auch ein kleines bisschen sehr weit weg. Produkte, Waren, Bedarf, Kunststoff, Bretter, Stahl. Bretter hätten wir in der Nähe. Die sind hier. Oder man versucht das Ganze mit einer Fähre, mit einer Hafenlinie. Die Farm ist hier unten. Müsste man hier quasi einen Hafen bauen. Hier einen Hafen. Und dann vom Hafen das Ganze wieder zurück in die Stadt. Eieieiei, das kann natürlich was werden. Ich lasse mich überraschen, wo wir hier hinkommen. Kollision. Die Docks befinden sich außerhalb von Gewässer. Woran sehe ich denn, ob die Gewässer befahrbar sind? Au! Da haben wir ja viel befahrbare Gewässer. Also hier könnten wir hin. Wie weit können wir denn? Für den Anfang? Das wäre ein Versuch. Wir probieren mal unser Glück. Und wir bauen natürlich für den Anfang gleich den falschen Bahnhof. Oder vielmehr das falsche Dock. Wir bräuchten ein Güterdock. Sieht dann dementsprechend so aus. So. Probieren geht über Studieren. Also es läuft auf jeden Fall sehr viel flüssiger. Ich bin positiv beeindruckt. So, dann müsste hier hinten bei der Farm noch eins hin. Das Ganze einmal drehen. Was soll man machen? Anders kann ich es jetzt im Moment mir nicht erklären, wie wir das sonst schaffen sollen, wollen, wie auch immer. Kommt der denn hier unter der Brücke durch? Hier war irgendwo eine Brücke. Nein, natürlich nicht. Und jetzt kommt eine sehr schöne Veränderung, die ich hier absolut klasse finde. Eine Hauptverbindung wird unterbrochen. Bei Train Fever konnten wir sie nicht abreißen. Hier geht's ganz einfach. Brücke weg. Kleine Landstraße war es, glaube ich. Neue Brücke hin. Und jetzt bauen wir die Brücke einfach so. Dass die Schiffe bequem drunter durchfahren können. Es ist richtig geil. Also das macht richtig Fun. Wir können wirklich alles zu unseren Gunsten verändern. Und darauf bin ich am meisten gespannt.
haben wir denn schon die ersten Passagiere? Das sieht nicht wirklich danach aus. Und doch, hier steht einer. Was haben wir denn für einen Takt hier? 131 Sekunden. Für den Anfang ist das okay. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Schiffsdepot. Und nach Möglichkeit etwas, was das Ganze miteinander hier so ein bisschen verbindet. Denn sonst würden die Güter wahrscheinlich ewig brauchen. Wir flitzen mal. Ja, ja, stelle sicher, dass Tralala ans Netz angeschlossen ist. Fünf Felder werden entfernt. Eine schöne Information. Ob die Felder hier eine Bedeutung haben oder nicht, werden wir ja noch sehen. Ich muss mich mit dem Menü noch so ein kleines bisschen zurechtfinden. Weil es noch ein bisschen... Menüführung ist auf jeden Fall anders. Ein Feld wird entfernt. Das wollen wir ja diesmal nicht mal vermeiden. So. Und das Menü schließt sich jetzt jedes Mal, wenn man was baut. Ist auch relativ neu. Wir versuchen unser Glück. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Und jetzt brauchen wir nochmal zwei. Ups, hier vorne. Dass wir das Ganze so ein bisschen... unterstützen hier, indem wir die Fahrzeit oder vielmehr die Güterzeit zwischen den Betrieben so ein bisschen optimieren. Es lässt sich wirklich nicht kopieren. Und die haben die geile Mucke beibehalten. Mal sehen, ob wir sie nach 20 Folgen wieder auswendig können. Ist auf jeden Fall wesentlich... Also es läuft jetzt auf Anhieb schon mal wesentlich flüssiger als vorher. Einmal drehen, bitte. Wahrscheinlich gerade verklickt oder so. Passagiere, wir brauchen Güter. Rohöl. Baumstämme, Vieh, Kohle, Eisenerz, Stein, Getreide. Ein Schmiederfrosch im Hals, ganz kleiner Augenblick nochmal, Entschuldigung. Nebenbei dann gleich nochmal einen Schluck trinken. Hammergeile Musik. Wir holen uns einfach mal eins. Kann 50 Güter transportieren. Das soll für den Anfang, denke ich mal, reichen. Und dann wollen wir doch mal gucken. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Strecke. Ist aber das Vernünftigste, was mir jetzt einfällt.
und ist eine ordentliche Strecke. Und dann brauchen wir nochmal zwei Linien. Also das Liniennetz scheint hier sehr viel komplexer zu sein. Man wird hier wahrscheinlich dann doch wesentlich mehr Linien brauchen als bei dem anderen. Die Firmen sollen jetzt besser wachsen können und ganz, ganz viele andere Sachen. Wir lassen uns einfach überraschen. Ich bin sehr neugierig, was alles verbessert und verändert wurde. 1. Und jetzt brauchen wir hier hinten. Obwohl Lübeck hat eigentlich 1, braucht dann nur ewig, bis die Sachen da sind. Was haben wir denn? Güter. Vieh, Kohle. 25. Vieh und Getreide. 3 sollten für den Anfang reichen. Gehe ich mal von aus. Aufrüsten wollte ich es nicht. Hier, Linie 2. Sind dann halt doch recht langsam unterwegs, aber wie gesagt, für den Anfang soll das reichen. Einmal Güter bitte. Auch hier nehmen wir erstmal 3. Und da ich noch keine Ahnung habe, wie ich diese Linien benenne, machen wir das einfach später. Und die hier einmal Linie 1. Auf das Schiff bin ich jetzt echt gespannt. Fängt an zu hupen und ich erschrecke mich wieder, wie bei der letzten Folge Train Fever, die wir hatten. Auch wieder sehr lustig. Klein, aber fein. Ist vielleicht auch nicht unbedingt das schnellste Schiff. Aber anders geht's im Moment nicht. Die Rauchentwicklung. Eieieiei. Was für ein Umweltverschmutzer. Der pustet hier den Ruß in die Luft. Aber es macht natürlich eine ganze Menge her. Schick, schick. Auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir die erste Stadt noch gleich mit anbinden. Oder, ich weiß es nicht. Produktion haben wir noch keine. Aber wir könnten eventuell doch noch eine Sache machen. Einmal in die Landnutzung nochmal bitte. Und dann rufen wir uns nochmal hier so einen schönen Bahnhof aus. Auf, nicht aus. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, man merkt's. So. Und auch dafür nehmen wir dann nochmal eine neue Linie. Die kann ich aber benennen, da weiß ich, wie sie heißt. Und zwar sind das dann letztendlich die Lebensmittel. Für Lübeck. Mucke ist so geil. Hat das Schiff auf jeden Fall was zu tun?
War das jetzt schon in den Docks drin? Okay, es wartet ja nicht wirklich was. Ja, dann machen wir nochmal so einen kleinen Kartenflug. Entschuldigung, kleiner Hitzer. Kleiner Kartenflug quer durch Lübeck. Aufregende Musik, Spannung, Spannung. Willkommen im Wilden Westen. Und ja, mit diesem schönen Rundblick hier quer durch Lübeck würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Dabeisein bei der ersten Folge Transport Fever. Laut, laut. Aber wunderschön gemacht. Hier sind wir im Industriegebiet. Wir fahren einfach mal. Wir tun so, als wären wir das Auto und fahren durch Lübeck. Vielen Dank fürs Dabeisein bei der ersten Folge Train Fever. Vielen, vielen Dank, dass du fleißig weiterhin einschaltest hier auf meinem Kanal. Ich bin gespannt, was wir alles noch gemeinsam in diesem Spiel zusammen erleben dürfen. Und eventuell machen wir dann auch mal, wenn wir das Spiel genug kennengelernt haben, die Kampagne. Da freue ich mich auch schon drauf, dass wir so ein bisschen Kampagne machen dürfen. Ja, muss ich ja mal ehrlich zugeben. Oh, hier geht's nicht weiter. Bitte wenden. Und würde sagen, damit bis zur nächsten Folge. Ich bin raus, euer Klaus. Tschüss.